So, hallo zusammen. Es lag mal wieder etwas vor der Tür, das extrem nach Kickstarter riecht. Und ja, wir gucken mal rein, was drin ist genau. Das heißt, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich wüsste nicht. Zumindest ungefähr. Zumindest habe ich eine schwere Vermutung, was das ist. Ich sage nur Kickstarter und sehr viele Karten und Kampagne. Das wäre mein Tipp. Jetzt gucken wir mal. Einmal auf, nochmal auf. Packed with care, das freut uns sehr. Schön viel Pappe. Und es ist in der Tat, was ich vermutet habe: Earthborn Rangers. In grün, erstaunlicherweise. Die Packung, die ich kannte, war, naja, sah eher so aus immer. Das waren so die Bilder, die man kannte. Jo. Nun ist das Ding grün geworden. Guck mal, was noch ist. Hier Kartenergänzungsset. Und vermutlich eine deutsche Anleitung. Aus dem Weg. Mal gucken, ob das so ohne weiteres Einzug in die Sammlung hält. Normalerweise ist ja alles, was hier ankommt und was wir hier zeigen, ist dann auch in der Sammlung. Nur manche Spiele machen keinen Sinn auf Spieleabend. Also irgendwie kommt es in die Sammlung, vielleicht macht man da mal ein Special draus, denn ich glaube, wie gesagt, so Kampagnendinger sind ja immer etwas komplexer. Jetzt hätte ich diesen Karton mal aufgemacht, aber irgendwo ist der zu und ich weiß nicht wo. Ah, guck mal. Hier an der Seite. Da haben wir noch einen kleinen Blick rein. Und na, so. Auf das Ding. Ja, nicht zu viel versprochen. Jede Menge Karten. Und ich finde es schön, dass die Karten nicht in Plastik sind. Nicht nur der Umwelt zuliebe, sondern einfach auch, es ist viel einfacher, das hier aufzureißen, als dieses ganze Plastikzeug. So, Karten, Karten, Karten. Mhm. Ja, ich würde sagen, Geschichte, Geschichte, Geschichte. Anleitung. Und da steht Anleitung auf Deutsch drauf. Was bedeutet, hier wird keine Anleitung drin sein. Oder wir haben zwei deutsche Anleitungen. Hier ein bisschen was für Schachteleinsatz, ein bisschen Plättchenzeug. So, wenn ihr so viel Geduld habt, guckt mal noch rein, was hier drin ist. Deutsch, vorne steht nichts drauf. Ja, irgendwann muss man es aufmachen. Warum nicht jetzt? Klar, es sind die deutschen Zahlen dieser Plättchen. Eindeutig deutsches Spielmaterial. Und eindeutig hier deutsche Pappe, ganz klar. Ich habe noch keine Ahnung, warum da Deutsch drauf steht. Es waren ein paar Karten drin, drei Karten waren drin. Rundenübersicht. Und hier, ja, nochmal Übersicht. Also vermutlich ist das hier. Ah nee, das sind Aufkleber. Man muss Dinge bekleben. Okay. Also deswegen stand Deutsch drauf. Es sind nicht die Plättchen oder deutschen Zahlen. Jo. Wir sind gespannt. Wir schauen und ihr werdet es erfahren, wenn es ankommt. Ach so, hier noch kleines. Immer so ein Chaos, wenn man diese Dinger hier aufpackt. Jetzt stapeln wir mal wieder rein. Reinstapeln, reinstapeln. So, dass wir wissen, was im deutschen Umschlag war. Was war das alles? Das hier war nochmal drin. Und dann haben wir hier noch ein Kartenergänzungsset. Und gucken wir mal, ob wir das so aufkriegen. Mmh.
Man muss vorsichtig. Ich mag das ja eigentlich, dass das jetzt so zugeklebt ist, einfach immer, anstatt immer alles in Plastik eingerappt zu sein. Aber manchmal ist es auch doof gerade, wenn dann diese Klebereste überall hinwippen. Okay. Kartenergänzungsset. Man hätte es sich denken können, es sind mehr Karten drin. Alles klar. Dann würde ich sagen, hoffentlich bis bald.